Ich habe mir so ein paar Gedanken gemacht. Also zum Beispiel jetzt bezüglich der Sehschwäche. Es war so, am Sonntag hatte ich ja kurz so einen Moment, wo ich die Verbindung nicht mehr gespürt hatte. Da war meine Sehschwäche wieder da. Von dem her, es kann ja sein, dass so Medikamente die Akkumulation des Auges ein bisschen beeinflussen, aber dann wäre diese Schwankung, glaube ich, nicht da gewesen. Gerade ist es auch weniger da und ich merke, ich sehe schlechter als sonst. Und ich würde halt auf jeden Fall sagen, dass so Erleuchtung irgendwie auch so eine Sinneserweiterung ist. Ja, man nimmt viel mehr wahr, würde ich sagen. Also ich habe gemerkt, ich rieche auch besser. Ich habe allgemein aber auch einen gut ausgeprägten Geruchssinn. Oder ja, ich kann ziemlich gut auch so, weiß ich, so was Farben angeht, habe ich ein ziemlich gutes Gespür dafür. Ja, irgendwie die einzelnen Nuancen da irgendwie zu erkennen, das kommt wahrscheinlich vom Malen. Ich muss niesen. Sorry. Und genau. Vielleicht hat es auch irgendwie was damit zu tun, dass man den ganzen Körper dann nur noch so als Werkzeug benutzt, als Erfahrungsmöglichkeit in unserer Welt. Und vielleicht habe ich das so gut hingekriegt, dass ich das tatsächlich auch mit meinen Augen eben machen konnte. Das ist, also ich, keine Ahnung, also meine Augen sind ja scheinbar nicht... keine Ahnung, ich weiß es nicht. Das schwankt halt, gerade sehe ich wieder besser als vor ein paar Sekunden. Das ist voll merkwürdig. Aber je mehr ich im Fluss bin, umso mehr ist eben mein Körper ein Werkzeug. Ich meine, ich könnte jetzt zum Beispiel auch Hände warm machen. Ich denke, es hat was mit einem, keine Ahnung, Blutfluss zu tun. Kann man den ab einem gewissen Bewusstseinsdings steuern? Das wäre eine gute Möglichkeit. Oder, keine Ahnung, vielleicht ist es auch mit den Augen so, dass ich das dann irgendwie ausbalanciert, dass ich dann die dennoch irgendwie, ich weiß es nicht, also ich meine, alles was psychosomatisch ist, kann man ja auf jeden Fall heilen, aber eine Sehschwäche habe ich nie als was psychosomatisches gesehen. Und ich würde auf jeden Fall sagen, wenn ich die Erleuchtung in mir spüre, sehe ich sogar besser als die meisten anderen Menschen. Also man ist ja natürlich auch aufmerksamer, einem fallen mehr Details auf und so. Oh, keine Ahnung. Und genau, ich glaube auch dieses Einheitsgefühl hat viel mit dem Mutterleib zu tun. Weil dann ist man ja auch so mit der Nabelschnur verbunden. Und habe ich das schon mal gesagt vielleicht? Ich weiß es nicht. Aber wenn dieses kindliche Urvertrauen beibehält, es tut einem voll gut. Und weil als Kind will man ja so die Welt entdecken. Ich glaube, wenn man das irgendwie hinkriegt, als Erwachsener wieder hinzubekommen oder sogar beizubehalten, wenn man es nie verliert, ich finde, das hilft einem wahnsinnig. Und ja, ansonsten, gestern waren wieder so einiges an Ego-Ängsten da. Also ich war mehrmals kurz davor, irgendwie zu weinen, habe dann auch einmal kurz geweint, weil, ja, es war halt wieder so die Sorge da, dass es irgendwie so wird wie, ja, vor dem Klinikaufenthalt, dass es irgendwie allgemein wieder alles irgendwie schwierig werden könnte. Und dann war das vielleicht auch, mein Freund meinte, so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Da, weil ich, dass ich Angst hatte, dass es passiert, ist es dann irgendwie viel eher passiert. Aber ich war halt irgendwie auch allgemein so voll überempfindlich. Und ich merke, es kann gut sein, dass ich den Zustand nur aufrechterhalten kann, wenn ich wirklich mehrmals am Tag dieses komplette Loslassen mache. Weil mein Ego dazu neigt, ziemlich instabil zu sein. Plus, ich habe auch das Gefühl, vielleicht muss ich auch noch so eine gewisse Erfahrung machen, dass ich auch mein Leben mehr in den Griff bekomme, selbst wenn destruktive Ego-Muster da sind. Also, dass nicht nur, wenn es mir gut geht oder wenn es mir noch besser geht, dass ich dann erleuchtet bin,
dass ich dann mein Leben hinkriege, sondern auch in schwierigen Phasen da einen besseren Umgang habe. Und ansonsten, ja, ich bin jetzt in einer Dreierbeziehung. Ich habe keine Ahnung, wie man sowas managt. Aber ich bin jetzt auch mit einer Gepardin zusammen. Und keine Ahnung. Mein Freund und ich dürfen ja eigentlich so machen, was wir wollen. So. aber ich merke, mein Freund ist auf jeden Fall so ein bisschen unsicher, hat halt auch so Verlustängste. Aber keine Ahnung, für mich bedeutet das jetzt nicht, weiß nicht, weiß nicht, was passiert, passiert einfach. Ich höre da auf meine Intuition und ich bin jetzt nicht mit der einen zusammen irgendwie wegen meinem Freund oder so. Also klar, es war irgendwie schwierig, aber in meinen Augen hat es nichts damit zu tun. Also, wie beschreibe ich das? Man ist nicht polyamor oder lebt polyamor, weil man unzufrieden mit einer Beziehung ist. Oder polygam, je nachdem. Sondern man ist einfach so geboren, denke ich mal. Und keine Ahnung, also ich weiß, ich habe schon während meiner Pubertät festgestellt, dass ich teilweise in mehrere Personen gleichzeitig verliebt war. Und ich weiß nicht, also mein Freund meinte auch mal, dass Monogamie überbewertet ist. Aber ich weiß, von dem Satz können sich viele offended fühlen, die in einer monogamen Beziehung gerade sind. Und also ich würde eher so sagen, vielleicht, dass Monogamie nicht das Einzige ist, was es so gibt. Und ja, keine Ahnung. Also ich denke, es ist auf jeden Fall voll oft so, dass Leute, die in monogamen Beziehungen sind, eigentlich auch während der Beziehung irgendeinen Crush oder so haben. Ich meine, es ist jetzt eine längere Beziehung, dann kommt sowas schon mal vor. Und ich glaube, bei einer monogamen Beziehung ist dann halt der Unterschied, dass man dem halt nicht nachgeht. Und bei einer polygamen Beziehung oder Polyamoren ist es halt okay, sowas zu machen. Ich glaube, das ist so der einzige Unterschied. Also ich denke, vom Kopf her sind sich die meisten Menschen da relativ ähnlich. Nur die einen leben es halt aus, die anderen nicht. Und ich würde sagen, keins von beiden ist eigentlich irgendwie besser als das andere. Also wenn sich das eine für den einen richtig anfühlt, das andere für den anderen, ist doch beides okay. Genau. Und nachher gehe ich noch nach Stuttgart, weil ich brauche neue Haarfarbe. Ich habe schon sowas im Kopf und ich freue mich voll. Und genau, eine Freundin von mir geht auch ins Tattoo-Studio. Die lässt sich so ein Einhorn stechen. Und ja, ansonsten... genau, jemand hat gefragt, ob bald mal wieder ein Tripbericht kommt. Ich habe da eigentlich auf Patreon mal so eine Liste gepostet mit Sachen, die alle noch kommen könnten. Mittlerweile sind es sogar mehr. aber irgendwie die letzten Monate war mir einfach nicht danach. Und ich habe einfach so Videos gemacht, die mir selber gut tun. Also, ja, jedes Video so ein bisschen auch als Selbsttherapie irgendwie genutzt, meine Gedanken zu ordnen, aber auch Dinge so für mich festzuhalten. Also wenn ich, weiß nicht, wenn ich so gewisse Bewusstseinszustände gefilmt habe, wo es mir richtig gut ging, kann ich die ja immer wieder auch anschauen, wenn es mir nicht so gut geht. Und dann wieder so dieses alte Gefühl so ein bisschen wieder aufwecken. Und das hilft mir irgendwie total. Ja, also es wird Zeugs kommen, aber also es kann sein, dass ich vielleicht jetzt am Wochenende was dazu aufnehme, aber weiß ich nicht, vielleicht auch nicht, weil Spontanität ist auch was Schönes. Ich glaube, wenn man so ein bisschen spontaner lebt,
und nicht so sehr in der Angststörung ist, dann hört man halt auch viel mehr so auf seine Intuition und kommt viel mehr in diesen Fluss rein und eben dieses Leben als Abenteuerland und keine Ahnung, als was Schönes zu empfinden. Und dass man eben weniger verkopft ist. Ich neige dazu, bei Entscheidungen oft so auf so ein Okay von außen zu warten. Ist es richtig, was ich getan habe? Oder was ich tun will? Was wollen andere? Was sind die Meinung von anderen? Sagen die dazu, ist es richtig oder falsch, was ich tue? Und das ist voll weich, wie ich von meiner Mutter bekommen. Ja, ist es okay, was ich selber will? Kann sein, dass ich manche Sätze wiederholt habe, mein Kopf ist gerade Matsche. Das muss doch auch mal sein. Es ist irgendwie so wie so eine Hin- und Hergerissenheit. Ich weiß es nicht. Ich habe beschlossen, mir alle Videos vom Kanal Kreisfilm in chronologischer Reihenfolge anzuschauen. Ich schaue gerade das Heimweh der Feldforscher. Kann ich tatsächlich gar nicht. Hatte ich noch nicht entdeckt von Captain Peng. Und das Mädchen ist wie ein Kompass, so wie sie ihren Armen bewegt. Ich denke, es erscheint mir um verschiedene Anteile zu gehen. Mehr weiß ich aber noch nicht. Aber gerade arbeiten zwei Anteile schon gemeinsam. Das eine Mädchen sitzt jetzt Huckepack. Es erinnert mich an, er kann Gefühle fließen lassen und sogar Gedanken lenken. Das sind alles wie so verschiedene Gegensätze. Boah, wir haben eine Verabredung getroffen, wenn die sich jetzt irgendwas eingefangen hat, da wird keiner Rücksicht drauf genommen. Er ist freiwillig in dem Zustand, in dem er gerade ist. Was heißt denn jetzt hier freiwillig? Er hat sich selbst verrückt. Er hat seine Oberwacht einzig mit Absicht entkommen. Ich finde toll, wie das eine Mädchen Zeichensprache benutzt, weil es eben auch Sprache ohne Worte gibt. Es kommt wieder, dass ich tanzen will. Das ist schön. Und ich liebe auch die Stelle von der unsichtbare Apfel mit den ganzen Ks, wegen von Sprache loslassen, nicht mehr an Worten haften. Ich finde lustig, dass sie nur noch 2 Minuten hat, wegen Dualität. Der Typ ist wie die pure Emotion selber. Freigelassen. Meine Hand, ein glühendes Herz. Oder so ähnlich. Ihr wisst, glaube ich, was ich meine, wenn ihr Captain Peng kennt. Vielleicht sind sie nicht mehr auf der Wiese wegen Ich-Auflösung. Vielleicht sind sie die Wiese selber geworden. Die ganzen Bäume sind auch sie. Ein
Ich hatte Lust, zu allen möglichen Liedern jetzt noch was zu sagen, die ich jetzt anhöre. Stück für Stück. Genau. Wo war ich? Bei Wer bist ich? Finde ich lustig, dass bei einem Feldweg, das sind ja zwei Spuren. Und was war mir noch aufgefallen? Ja, ich meine, dass die zwei Personen, dass es eine Dualität darstellt, das müsste den meisten, klar sein. Aber ich finde es auch lustig, das mit den Spuren ist mir erst heute klar geworden. Ich finde, ein bisschen erinnert es mich auch an meinen Freund und mich, so Hilfe. Er bringt uns Liebe oder so ähnlich. Ich finde, oft kann man so von einigen Captain Peng-Liedern, wenn man die erst mit einer Maus ersetzt, das auch irgendwie auf mich beziehen. Auch wenn Captain Peng momentan, glaube ich, weiter ist als ich. Aber ja. zum Beispiel bei Sie mögen sich oder so. Aber dazu komme ich noch. Dying very happily. Und wo sich die zwei Bärchen so am Ende berühren, gibt es ja auch dieses Bild, wo dieser Mensch so, das habe ich ja an der Wand hängen, wo dieser eine Mensch, wo Adam, glaube ich, seine Hand ausstreckt und dann da ist Gott, aber sie berühren sich nicht ganz. Ja, der Maler wusste wohl nicht, dass eigentlich alles verbunden ist. Ich denke, das wissen einige auch schon, aber was noch nie eine Person zuvor sah, hat ja auch damit zu tun, dass man eben nicht mehr mit dieser Person, die man ist, oder eben nicht nur ist, nicht mehr identifiziert ist. Und genau, bei Wer bist ich? Am Ende ist ja diese Lücke, man weiß nicht, was kommt. Zum einen auch nicht mehr an Sprache haften, weil ja, manche Sachen können gar nicht in Worte gefasst werden oder irgendwie bewiesen werden oder ja, keine Ahnung, es kann dadurch alles sein, dadurch, dass da kein Wort ist. Parantatatam handelt, glaube ich, auch von vielen so verschiedenen inneren Anteilen und eben auch von so Gegensätzen. Bei Hallo Ich heißt es ja auch, spaltet Persönlichkeiten bis zur Kernschmelze. Erlöse mich von der linken Gehirnhälfte. Kannst du den Takt drehen? Takt. Ich kann nicht mehr richtig sprechen. Der Triebe im Selbstzerstörungsakt der Liebe. Liebesleben klingt auch ein bisschen wie Liebesleben. Es ist wirklich so, man verliert den Verstand. Aber es kann so schön sein. Ich bin gerade bei meinen Jugendjahren. Ich denke, Captain Peng wurde gemobbt. Aber andererseits, diese Alkoholflasche, vielleicht hat er sich auch damit betäubt, keine Ahnung. Aber die ist halt auch aus Glas. Und dann ich ist das Prisma, durch das sich das Licht bricht. Und die Kugel, nur der Ball, der auf ihn geworfen wird, ist ja auch ein Kreis. Und bei Kreuzworträtsel musste ich auch, weiß nicht, so einfach die Symbolik vom Kreuz. Ein bisschen daran denken. Und wie ich ja selber, weiß nicht, Christkind hat ja irgendwie auch was mit dem Wort Kind zu tun, inneres Kind. Und zu dem Gedicht Liebesleben noch. Mein Freund macht seine Spaghetti am liebsten mit 7 Kilo Zucker drin.
Nach Milliarden Jahre später haben wir den Salat. Meinte mein Freund einmal, dass es lustig gewesen wäre, wenn er noch so gekommen wäre. Ob es Kartoffelsalat ist, oder Gurkensalat, oder Tomatensalat, oder Wurstsalat. Bar 1, 2, 3, 4, Peng, 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 reißt auch Kopf ab. Muss da auch wieder an der unsichtbare Apfel denken. Ich finde, es fühlt sich voll schön an, obwohl es echt Plastik ist. Aber hier ist es so voll glatt. Hier spürt man das leicht raue von der Leinwand. Vor einiger Zeit hat Patrick auch einen SpongeBob bekommen. Mir ist gerade aufgefallen, die Augen sehen aus wie so ein Unendlichkeitszeichen.